So, fixum mal ein paar Ballen pressen und ein bisschen was einfahren, ne? DMT-Sound, moin. Und wir müssen vielleicht gleich nochmal ein bisschen Wasser rüberfahren, dass wir das auch nochmal voll machen. Zu den Tieren auf der Bullenwiese. Jetzt haben wir den Ladewagen genau hier im Weg gestellt, ne? Ein paar Ballen machen wir auch auf jeden Fall. So. Hier habe ich, glaube ich, noch ein bisschen zu breit gemacht, ne? Wobei, hier geht's. Das ist gut. 0,75 ist die optimale Breite mit dem Elo. Ich guck mal, habe ich das automatische... Ah, es ist an. Okay, sehr gut. Kann ich die Größe nicht nochmal einstellen? Presste Ballen. Nee, der kann nur eine Größe, ne? Oder? Ja, er kann echt nur eine. Gut. Macht nur kleine, ne? Heuballen, ne? Schade eigentlich. Sören, moin. Jetzt sagen wir, machen zwei Vorgewände mit Ballen und den Rest fahren wir lose ein. Sehr gut. Können wir noch ein bisschen wegschieben. Das Heu ist für die Kühe, für die Mischration, ja. Das brauchen wir für die Mischration. Wir brauchen ja Heu und Silage. Huch, Hilfe! Hallo, Stordo! Das muss so, Leute. Das muss so. Natürlich nicht, ne? Totaler Humbug. So, weiter geht's. Bei Gras können wir den Schafen geben, das ist vollkommen in Ordnung. Brauchen wir nichts. Und man könnte rein theoretisch jetzt, um 80% Produktivität zu haben, könnte man das auch quasi zu den Tieren geben, also zu den Kühen, aber wir wollen ja 100% Produktivität, deswegen machen wir da Mischration bald. Ne? Also Gras haben wir schon gesammelt, das passt soweit und das gucken wir dann mal, ne? Also für Multiplayer, also jede Map kannst du im Multiplayer spielen, ja. Die Frage ist, es ist halt eine sehr kleine Map. Also ich würde sagen, so für 2 bis maximal 3 Spieler. Vielleicht sogar 4. 4 wird, glaube ich, auch noch gehen, aber das ist dann, glaube ich, auch in Ordnung. Für mehr aber nicht. Da steht auf jeden Fall alles mit dabei im Mod-Hub auch. Ne? Der Traktor hat eine schöne Physik, das stimmt. Da ist richtig ordentlich Bewegung drin. Das mag ich halt auch. Also die, so die Liebe zum Detail, ne? Weil gerade bei Edo, ne? Und auch vor allem diese ganzen Animationen hier, ne? Hier vorne, guck mal. Wenn du blinkst, wenn du Tempomat einschaltest, blinkt das. Na, also sind so viele kleine Details, ne? Jenny Penny, moin, grüß dich. Das sind halt echt viele Kleinigkeiten.
Oh, der nächste Ball. Hui. Schön mit Schwung hier. So, wir haben gleich zwei Vorgewände voll. Das heißt, wir könnten... Mal machen wir noch ein Vorgewände. Ich glaube, eins machen wir noch. Wir machen drei Vorgewände mit Ballen und den Rest lose. Muss mir morgen endlich mal das SDF-Pack anschauen von den Dudes. Das ist richtig geil. Richtig geiles Pack. Richtig geiles Pack. Schöne alte Glaspresse. Jo, eine Roland ist das. Das ist wirklich eine sehr schöne Presse, Jenny. Das stimmt. Das ist wirklich klasse, das Ding. Ich mag das. Hast du wieder Spätschicht, Jenny, oder was? Oder warst du beim... beim Dingens hier? Warst du beim Tino? So. Der macht ja mal Bruch-Challenge, habe ich gesehen, ne? So. Weiter geht's. Sehr gut, sehr gut. Mittelschicht. Ah, Mittelschicht. Bis 21 Uhr. Also. Ich mag auch die Animation. Die kommen einen Tacken zu schnell raus, die Ballen hier. Hat sich jemand im Gang geirrt? Was? Ich? Nö. Wieso? Muss mal kurz hier noch den Rest wegfahren, hier diese kleine Ecke. Ach so, okay. Ach, du guckst dir nur die Folgen an. Ach so. Ja, nicht schlimm. Ist der Ball einfach unter die Presse gerollt? Ja, das passiert schon mal. Wenn man nicht rechtzeitig anhält. Ne? So, letztes Vorgewende für die Ballen. Du musst halt echt hier aufpassen. So. Die Farming Dudes sind Modder. Einfach mal eingeben. LS22 Farming Dudes bei Google. Da findest du richtig geiles Deutz SDF-Pack. Richtig nice für den PC. Richtig cool. So. Muss mal gucken. Das sind Modder. Die richtig krasse Maschinen bauen. Ach so, okay. Ah ja, dann. Dann tauscht euch immer aus nachts im Bett oder was. Ah, PS4. Ja, PS4 ist halt, ja, bisschen eingeschränkt, was das geht. Wir haben auch eine Webseite, genau. Aber nicht für PS4 halt, nur für den PC, ne? Oder machen die Farming Dudes auch was für Konsolen? Ich glaube nicht, ne? So, komm, die Bahn fahren wir jetzt noch. Einen Ball pressen wir noch raus hier und den Rest fahren wir gleich ein. Kommt mal vor. Ach so. Ja, dann. So. PC only. Ah, okay. Farming Dudes machen PC only. Okay, das ist wieder gelernt. Zack, wir schalten mal aus. So, da bringen wir die Presse mal weg. Sehr schön. Da haben wir schon mal ein paar Ballen. Und den Rest fahren wir jetzt gleich mit unserem alten Deutz hier rein. Ne? Da kann ich ja eigentlich schon mal den Ladewagen da holen. Ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Meistens zum Negativen für ihn. Oh. Aha. Geht's also richtig zur Sache, sagst du. Zu viel Information. Danke. Sehr schön. So. Ah, sehr gut. Naja, dann. Wenn Spaß macht. Hola, Almansa, ich grüße dich. Hi. So. Für die Leute, die das jetzt hier auf YouTube sehen, ne, guckt mal gerne auf Twitch vorbei. Da ist viel schöner. Da kann man direkt interagieren hier.
Und was ich für nächstes Jahr auch vorhabe, ist, wenn ich aufnehme, den Chat auch noch mit einzubinden mit Timestamp. Ja, das heißt, ab nächstes Jahr werde ich versuchen, wenn ich für die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht bei den Livestreams mit dabei sind, das Ganze dann stückchenweise auf YouTube sehen, dass sie auch den Chat nachlesen können. Ne? Das werde ich auch noch einbauen. Das ist die Frühling 2K23. Och nö. Echt nicht? Doch. Als Option. Kann man ein- und ausblenden. Kann man ein- und ausblenden, Jenny. LS-Zocker, moin. Grüße. Wie viele LS-Zocker 22 gibt es eigentlich? Braucht man einen Chat nachträglich? Ja, manchmal, wenn ich hier auf Fragen eingehe. Vielleicht. Ich weiß noch nicht. Das in den Videos nervt. Man kann das aber ausblenden, Jenny. Man kann das ausblenden zukünftig. Das ist eine Einzelspieler-Map. Ist das eine Vierfach? Auf keinen Fall, nein. Guck mal. Das ist eine süße kleine Map. Vierfach ist da nicht. Ach nee, warte, wir wollten doch den Ladewagen mitnehmen. Den Ladewagen. Ausblenden sollte auf jeden Fall sein. Ja, das heißt, es kann sie ja selbst entscheiden. Weil viele, die jetzt hier zum Beispiel auf YouTube schauen, also wenn ihr es dann später seht, die sagen dann immer, ja, du konzentrierst dich nur auf die Leute. Ja, aber es ist halt ein Stream, ne? Und ja, es werden auch mal wieder Videos kommen, wo ich mal was separat aufnehme. Nur für YouTube, also YouTube only. Aber das will ich halt weniger machen. Weil das ist für mich einfacher, ne? Das kann ich dir nicht sagen, Sören. Ob der neue LS, sofern einer kommt, ist ja noch keiner angekündigt, ob der dann auch nur für die Next-Gen-Konsolen kommt. Möglich wär's, weil einfach die PS4 zu schwach ist und auch die alte Xbox. Aber man weiß nichts Genaues, ne? Mahlzeit Shorty, grüße dich. Vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön. Aber weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Irgendwann wird ein neuer LS angekündigt werden. Oder auch nicht. Und dann werden wir erfahren, was die Inhalte sind. Und wenn halt die PS4 nicht mehr unterstützt wird, wird sie halt nicht mehr unterstützt. Muss man halt ein Upgrade machen. Ist ja beim PC genau das gleiche. Ich sag mal, zwangsläufig wird es irgendwann darauf hinauslaufen, weil das einfach nicht mehr up-to-date ist, ne? Aber du kannst auch nicht mit einem Computer von vor 10 Jahren den LS noch spielen, ne? Geht halt auch nicht. Deswegen. So, was hältst du von dem Spiel, was Pumping Simulator 2? Was ist denn bitte der Pumping Simulator? Ich habe heute einen Key bekommen, Leute, für den Thief Simulator 2, Leute. Bei der alten, da sind mehrere Produktionen mit dabei jetzt. Das ist das Neue bei der Map. Die ist komplett überarbeitet worden. Kai, Nabend. Dann machst du eine Tankstelle auf. Aber Thief Simulator, Leute, wäre doch auch wieder geil, oder? Bestimmt vom Playway, könnte sein. Aber der Thief Simulator wäre bestimmt wieder cool. Ich fand den ersten Teil schon geil. Und morgen gucken wir uns auch mal ein neues Spiel an. Von einem deutschen Entwickler. Vom Darius Bodde. Und am Sim-Freitag und danach ACC morgen. Hm? Ja, der war geil. Ich fand den gut, den Thief Simulator. Ich bin mal gespannt, wie der zweite Teil ist. Ich habe mir letztens bei bei Gronkh habe ich mir letztens den Priest Simulator gegeben. Das war auch lustig. Ich habe mich mega weggeschmissen, ey. Das ist ja auch mal ein richtig verstörendes Spiel. Das ist ja mal richtig krass. Ich fand es auf jeden Fall richtig verstörend. Ganz, ganz komisch immer. Das war ganz, ganz komisch. Priest Simulator. Der Priester-Simulator. Richtig geil. Da musst du so extra... Da musst du... Oh, oh, oh. Warte. Das muss so... Das muss so... da musst du halt so... Ja, da musst du halt so eine Stadt befreien.
irgendwo witzig. Du bist halt so ein komischer Priester. Die Storyline ist auch mega witzig. Ich hab das Spiel auch. Das ist halt mega lustig. Ganz, ganz wildes Spiel. Ja, auch von Playway natürlich. Ne? Bin mal im Bett. Andi, mach gut. Das gehört so. Ja, ja. Genau. So. Die Ballen wären sicherer. Ersessene Ballen. Ja, ja. Genau. So ungefähr. So. Machen wir da schon die erste Fuhre voll. Das kommt ins Lager. Tipptopp. Und Abfahrt. Rate mal mit Rosenthal ist das hier jetzt hier. So, ach. Ah, wir können hier direkt raus, ne? Guck mal. Ach, da ist sogar eine Zufahrt. Interessant. Nee, es gibt. Ich sag mal, manche Playway-Sachen sind da ganz lustig. Manche Sachen weniger. Muss man halt mögen, die Games, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Der eine mag's nicht, ne? Das ist halt wirklich immer so. Jo, bis dann, Marlin. Gute. Guck mal, wie die Zapfwelle hier wird. Geil. Auch ein nettes Detail. Und da oben kommt ordentlich Ruß raus, Leute. So, fahren wir den Rest noch mal rein hier. Was? Der hat ja aus Belgien Gönnergy mitgebracht. In Belgien gibt's schon Gönnergy? Lol. Ah, cool. Erstmal probieren am Wochenende. Ja, dann. Wohl bekommen's, ne? Wohl bekommen's. Also kurz mal zum Ablauf vom Wochenende, Leute. Ne? Wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind. Morgen ist ja Freitag, ne? Morgen ist Sim-Freitag. Das heißt, wir werden morgen wieder, wie gerade schon angekündigt, ein neues Spiel spielen, was nächstes Jahr erst rauskommt. Das ist so eine Beta. Das werden wir uns angucken, von Darius Bode. Hat ein bisschen was mit Umwelt zu tun und so. Ist echt, denke ich mal, ganz cool gemacht. Ist nur in der Entwicklung. Das gucken wir uns an. Und danach werden wir Rennen fahren. Also wir machen ACC morgen. Also Assetto Corsa Competizione. Und am Samstag werde ich wieder die Frühling spielen. Und am Sonntag werde ich aller Voraussicht nach auch die Frühling wieder spielen. Ich habe echt Bock auf die Map momentan. Echt eine sehr geile Map. Es macht sehr viel Spaß. Vielleicht werden wir, glaube ich, noch mal so ein Stündchen, vielleicht noch mal oder zwei Hofbergmann zocken, vielleicht am Sonntag. Vielleicht auch noch mal. Aber ja. Das ist so der Plan fürs Wochenende. Auf jeden Fall wieder jede Menge Streams und auch wieder länger, ne? Unter der Woche bin ich halt auch immer noch beschäftigt. Ihr wisst das ja. Da kann ich nicht mehr allzu lange. Kommt mal auf die Wochen an. Nächste Woche wird es auf jeden Fall besser. Und nächste Woche ist auch Feiertag, Leute. Ne? Nächste Woche ist Feiertag. Und da werden wir am Dienstag dann auch einen langen Stream haben. Ne? So. Die zweite Fuhre voll. Sehr gut. So, und voll. Sehr schön, sehr schön.
mal, es wird schon 16 Uhr. Guck mal, wir haben jetzt hier schon insgesamt auf der Map, ich glaube, schon wieder fast 8 Stunden gespielt, ne? Das ist auch schon wieder geil. Und alles hier real-time, ne? Wir müssen auch noch die Felder wieder alle ready machen. Kalken, düngen. Und noch Silage müssen wir auch noch herstellen, ne? Mit dem Fermenter. Das machen wir beim nächsten Mal. Heute nicht mehr. Heute machen wir das, die Wiese noch fertig. Und dann gucken wir mal weiter, ne? Unser schöner Drescher. Da habe ich zum Genießen nach der Arbeit von der Zugfahrt von Altness nach Oberhausen. Ach, Sympathikus, moin, grüß dich. Na, wie ist es? Alles gut? Mach dir gut, Zimmer. Was, von Altness nach Oberhausen? Das sind noch höchstens 20 Minuten. Ich hoffe, du hast Empfang. Nämlich im Ruhrgebiet jetzt nicht so, ne? Alles gut, bestens. Sehr schön, immer davon. Schön, dass du vorbeischaust. So, wir fahren jetzt nochmal hier den Rand hier nochmal ab, weil ich meine, ich hatte irgendwo noch was liegen lassen hier. Da bin ich mir ganz sicher, aber ich glaube, da vorne lag doch ein bisschen was. Macht das auch schon Spaß mit dem LS. Die Map macht mir momentan mega Bock. Also ich hab echt durch die Map jetzt wieder richtig Bock auf LS. Es gibt immer mal so Phasen, wo ich dann gar keine Lust habe, ne? Das ist aber einfach so. Aber dann spiele ich mittlerweile Spiele auch nicht mehr, weil ich dann einfach was anderes zocken will, ne? Das ist, denke ich mal, auch nachvollziehbar, ne? Für den einen mehr, für den anderen weniger, aber so ist das manchmal, ne? In Oberhausen war ich letztens auch. Ah, ich muss den Randy noch schreiben, verdammt. So. Ba, ba, ba. Lalalalalala. Ach, guck mal, da kommt er gerade vorbei. Mahlzeit, Randy, ich grüße dich. Hallo. Abend. Danke für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend. Grüße euch. Hallo. Na, was habt ihr gemacht? LS Randy? Oder habt ihr was anderes gesagt? Ich hab die nicht vergessen, Randy. Ich schreibe dir noch. Wird wahrscheinlich eher Wochenende werden. Aber, irgendwie. Ja, Wochenende ist schon morgen, ne? Verdammt. So. Na Leute, wie geht's euch? Alles gut? Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Grüße zum zweiten. AMF, hör mal. Na? Jo, passt. Maximale Erfolge. Jo, alles klar. Danke. Ja, schön immer. So. Oh, der Vollüberfall. Heute ist Donnerstag. Ja, morgen ist Freitag, Leute. So, weiter geht's. Guck mal, die letzten Meter hier mit Heu. Ah, ist schon voll. Lol. Ich fahre mir noch weiter. So, eine Fuhre noch. Da müssen wir gleich die Ballen noch aufsammeln. Guck mal, hier haben wir eine richtig schöne Zufahrt auch. Boah, ist jetzt rapide dunkel hier. Gerade in den Wäldchen.
tippitoppi. Schöner Oldie. Jo. Old but gold, ne? Achtung, Achtung. Fahren wir weiter hier. Huch. Von Gulli. Gulli war auch gerade da. Der war auch von mir, ja. So. Mittlerweile kenne ich mich auch aus auf der Map. Die ist ja nicht so groß, ne? Gibt ja durchaus größere Maps, aber ja. Ach so, okay, du hast deine Arbeit verlegt, Sympathikus. Ach, das ist so gut, hör mal. Das ist der Beste. Na gut, dann geht's. Einfach Leben genießen, machst du richtig. Machst du richtig. Das machst du auf jeden Fall richtig. Ich weiß gar nicht, wer hat mich denn als erstes mal geradet? Wer war denn das? Ich glaube, das war damals Ingo, glaube ich. Auch mit über 200 People. Und dann Werner einmal mit 700 oder 800. Ey. Das war ja auch maximal überfordert. Also hat er öfters gemacht, aber beim ersten Mal. Das war auch absolut wild. Oder Randy oder... Keine Ahnung. Also es waren so viele Leute. Und wenn das erste Mal hast, dass so viele Leute dann auf einmal rüber schwappen zu dir, dann schwierig. Hat man schon so ein bisschen Schnapp ab. Und mit dem RE sind es nur 3 bis 6 Minuten im Zwischenstopp. Stimmt, mit dem RE bist du sogar noch schneller, sofern er fährt, ne? Sofern er fährt. Weil der fährt ja nicht immer, ne? Der ist ja auch durch Bauarbeiten aktuell, ne? LS war für mich die Hofbergmann-Streams. LS19, die Streams im DFV. Gibt es da eine Zukunft? Also bisher nicht, nein. Also DFV gibt es keine Zukunft. Hofbergmann machen wir immer mal wieder. Aber jetzt auch nicht so. Ich denke mal, wenn die neue Map-Version wieder kommt, gibt es ja noch ein Herbst-Update, werden wir ein bisschen mehr da unterwegs sein. Aber, ja. Aktuell eher nicht. Wotan geht, er fährt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ah, stimmt, die S-Bahn braucht ja 20 Minuten. Wobei auch, nee, ich glaube 15 Minuten braucht die, glaube ich, nur, ne? Von Essen nach Oberhausen. Den Zug um 19 Uhr versäumst, hast du eine gute Chance, den Zug von 18 Uhr zu bekommen. Das ist richtig, ja. Das ist auch richtig. Ah, ist bei mir ähnlich, ne? Also, Zuschauer freut man sich immer, auch wenn die Leute sich hier wohlfühlen, das ist halt auch immer wichtig. Und dann passt das. Ach so, von Oberhausen gestartet. Ah, okay, ja gut, dann geht's. So, jetzt müssen wir gleich wieder umparken, aber... Groß umparken brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich lasse den mal kurz hier gleich mal leer laufen. Sehr schön. Dann machen wir den mal leer. Und dann haben wir das Heu schon mal eingesammelt.